heute nun möchte ich euch ein paar andere Hausschuhe im Landhausstil zeigen, die man stricken kann. Das ist jetzt der Rohling dazu, der ist noch nicht gefilzt. Und ich zeige euch, wie dieser Schuh gestrickt wird. Das ist ziemlich einfach, ist aber super warm und sieht total drollig und schön aus. Dieser Moment ist in der Größe 38-40. Und dazu müssen wir zuerst auf unserer Rundstricknadel 60 Maschen anschlagen. Das habe ich euch beim ersten Schuh schon gezeigt. Und in der kleinen Strickschule von mir wird das auch nochmal gezeigt. Wir stricken die 60 Maschen in Kraus rechts 18 Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, und ich auch, dann zeige ich euch, wie man hier diese schöne Rundung machen kann und weiter strickt. Ich habe nun 18 Reihen im Kraus rechts gestrickt, also vorne rechts und hinten rechts. Dazu möchte ich gerade noch mal zeigen, wenn das Knäuel zu Ende ist, einfach einen lockeren Knoten gemacht und weiter gestrickt. Und wenn wir fertig gestrickt haben, lösen wir den Knoten wieder, sonst tut er weh, wenn man drauf tritt, und kann es vernähen. Aber so rutscht euch die Wolle einfach nicht weg und es geht einfacher. So, die 18 Maschen haben wir. Und jetzt müssen wir immer am Anfang der Reihe abnehmen. Dazu gehen wir in die Masche hinein. Die erste, die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Jetzt haben wir eine Masche abgenommen und stricken die Reihe fertig. Dazu habe ich mir ein Blatt Papier geschrieben. Hier oben ist unsere erste Masche, die wir abnehmen. Weil es aber auf beiden Seiten ist, streiche ich die erste 1 durch, dann weiß ich Bescheid, habe ich gemacht, und schreibe mir noch eine 1 dahinter, weil ich ja auf der anderen Seite rechts und links jeweils eine Masche abnehmen muss. Für diese Landhaus-Hausschuhe benötigen wir in schwarz-grau-weiß 4 Knäuel und für den roten Rand brauchen wir noch mal ein Knäuelrot. Natürlich könnt ihr auch jede andere Farbe nehmen, wenn ihr mit einem blauen Rand haben wollt, grünen Rand, das ist euch überlassen. Jetzt stricken wir die 60 Maschen, wir haben also eine abgenommen, wir haben noch 59, auf die andere Seite und nehmen auf dieser Seite, wenn wir es gewendet haben, die erste Masche wieder ab. Ich habe jetzt auf beiden Seiten die eine Masche abgenommen, streiche mir meine 1 ab, stricke dann die nächste und streiche wieder ab. Vielleicht schreibt ihr euch einfach mal die Zahlen auch auf so einen Zettel. Das geht ja mal einfacher, weil man bekommt schon ein bisschen durcheinander. Jetzt zeige ich euch gerade noch mal, wie 4 Maschen auf einmal abgenommen werden. Wir heben die erste ab, stricken die zweite und ziehen die erste durch. Einmal gestrickt, durchgezogen. Zweimal gestrickt, durchgezogen. Dreimal gestrickt, durchgezogen, viermal. So muss das denn aussehen. Und jetzt nehmen wir zusammen erstmal alle diese Maschen ab. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch. Wir haben nun nach dem Plan, den ich geschrieben habe, die Maschen hier abgenommen. Das ist so eine schöne Rundung jetzt entstanden. Wir haben unsere Rundstricknadel. Und jetzt machen wir die Maschen auf das Spiel. Das heißt, die 5 Strickstöcke heißen das Spiel. Dazu fangen wir an, heben die erste ab. Wir müssen jetzt 2 Maschen wieder zunehmen. Da machen wir einfach einen Aufschlag. Einfach so mal drüber hin und stricken die nächste in rechts. Wenn wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier brauchen wir 10. 10, weil wir aufgeschlagen haben. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die nächste wieder 9, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Die nächste. 1, 2, 3, zunehmen. 4, 5, 6, 7. Wir schließen und stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und haben die Reihe geschlossen. Das ist ein 8er Spiel, 8 mm stark. Normalerweise strickt man das schon mit 5 Nadeln, aber so geht es prima. Der obere Bereich, der Oberfuß, machen wir auf eine Nadel zusammen und die Seiten auf 2. Also hier sind jeweils 9 und hier sind die restlichen Maschen. Es geht schneller stricken, es geht einfacher, und warum sollen wir uns nicht einfach machen, wenn es geht? Und 4 Nadeln wechseln nervt. Also ich stricke lieber so. Wir kommen rundherum und dann beim Abnehmen von der Spitze funktioniert es auch einfacher, weil man nicht durcheinander kommt, welchen Strickstock muss ich jetzt nun mal abnehmen. Das geht viel einfacher so, wenn wir es nur auf 3 Nadeln machen und mit der 4. stricken. Und wir stricken jetzt immer rundherum. Ich will nur mal gerade noch zeigen, wie man die gefangenen Maschen mitstrickt, die jetzt gleich kommen. Die Rutschen nehme ich ganz gern mal. Da sind sie. Normal strickt man so rein, aber das gibt so ein großes Loch. Wenn man aber hier hinten reinsticht, von hinten, und zieht sie so und macht es dann durch, werden die viel kleiner und es sieht viel schöner aus. Nochmal, eigentlich so die rechte Masche, aber wenn man ausnahmsweise mal hinten reinsticht und sich das wegzieht und dadurch, geht es einfacher und wir sind viel schneller beim Stricken. So, und dann stricken wir hier rüber und schon ist die Reihe geschlossen. Und da machen wir nun 27 Reihen, bis wir für die Fußspitze abnehmen. Ich möchte noch gerade zeigen, wie man Reihen zählt. Bei den raus rechts ist es ja ganz einfach. Ich sage dann immer, das sieht aus wie so Wellen. Das ziehen wir uns ein bisschen auseinander. Und dann sehen wir die Wellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und eine Welle gibt es dann immer 2 Reihen, also 9 mal 2 sind 18 Reihen. Kraus rechts lässt sich prima zählen. Bei glatt rechts auch kein großes Problem. Strickstock genommen, dann sieht man die kleinen Vs hier, die die Masche machen, und dann steche ich immer ein. 1, 2, 3 und 4. Und dann habe ich meine Maschen gezählt und komme gar nicht durcheinander. So, wie gesagt, jetzt stricken wir erst einmal 27 Reihen als rundherum. Wir haben jetzt da 27 Reihen gestrickt für unsere Hausschuhe. Ich bin jetzt an der letzten Reihe und fange mit dem Abnehmen für die Spitze bei der Nadel an, mit den meisten Maschen. Deswegen finde ich es ganz praktisch, dann nur mit 3 Nadeln zu stricken. Da kommt man nämlich nie durcheinander. Wo muss ich abnehmen? Und zwar geht das ganz einfach. Wir lassen die letzten zwei Maschen auf der Nadel und stricken beide. Durch beide durch, Faden durchgezogen. Abgestrickt. Die nächste Nadel wird am Anfang abgenommen, wieder durch beide durchgezogen. So, und dann stricken wir diese Nadel ab, hier nicht abnehmen. So. Hier auch nicht abnehmen, das wäre dann unter dem Fuß, das machen wir nicht, wir machen es nur auf der Seite. Und dann nehmen wir hier wieder ab. Vor der großen Nadel.